So. Wir sind schon ein Teil südlicher gelandet, im Valle Maira. Bikerparadies schlechthin, das ist richtig. Wir sind heute eh supported. Haben schon ein technisches Problem gehabt. 150 Kilometer nach dem Losfahren, Platten. Keine Ahnung, was los war. Motzkrimmerei. Wie immer. Ja. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Weg zum Monte Estrada. Oh, hab den richtig jetzt im Kopf. recht eine coole Straße als Auffahrt. Und dann schauen wir, was wir noch Leistung haben mit den Akkus, was wir da noch dazu hängen. Okay. Ja, genau. Wetter heute wieder top. Ja. Es ist echt super. Schwenkt da mal durch. Also ein paar Häusl beieinander. Und hinten seht ihr schon, wie die Sonne aufgeht. Also wunderschön. Es ist 9 in der Früh. Es war aber richtig kalt in der Nacht. Extrem. War brutal. Wir sind angekommen, wir haben recht warm eingekratzt gehabt beim Auto. Und in der Früh, wenn wir raus sind, da war es dann, boah, das war brutal. Ich glaube, 2 oder 1 Grad. Also echt wachsheuer, was los ist. Echt krass. Und jetzt schauen wir, wie das Wetter heute, ob unser Trip überhaupt da hingehen kann, wo er geht. Wir hätten ja Ventimiglia gemeint. So ein bisschen Biken und ein bisschen Almare. Problem ist nur, wenn dann wirklich die Kälte von Kimbira aussagt, dann brauchen wir da euch auch nicht mehr fahren, weil da bläst der Wind, Sand und Radlfahrer in die Augen. Ja, schauen wir mal. Du bist bereit? Ja, gut. So geht's für uns auf. Endlich sind wir in der Sonne. Nein. Traum. Wir genießen es gerade sehr. Es geht kein Wind. Herzlich mal das an. Und es scheint die Sonne. Also besser geht's gerade nicht. Das sind die ersten 5 Minuten, wo wir uns mal so richtig aufharzen können. Vor den ganzen Tag, gell? Wow. Und das voll genießen können. Also echt traumhaft schön. Und die Auffahrt ist total super. Und sehr beeindruckend. Ja gut, weiter sehen wir schon. Bahnen wird immer geiler. Und da sind wir sehr froh um die E-Bikes, weil wahrscheinlich noch schlimmer werden. Das ist typisch schon. Ja, es fängt auf klar an, bis dann Kindskopfgroße Stand daherkommen. Oh geil, da fahren mit der Spaß, gell? Wow! Sag's nicht mal, das sind nur noch geil. Wow, das ist heiß da drin, das war genau meins. Sag's nicht mal, das ist nett. Eigentlich willkommen, so etwas, weil man weiß, als E-Biker. Man kann laden. Und das bringt. Geil. Sau geil, oder? Mega. Haben wir einen kurzen Cut? Ich glaube, es war voll, oder? Oh, ja. Oh, boah. Hey, nach 2 Stunden. Ein bisschen was draußen. Und die Jausen. Hey, komplett voll. Cappuccino, oder? Haben wir gehabt, Cappuccino. Komplett voll, geil. Mega, oder? Mega, jetzt können wir boosten, oder? Jetzt können wir alles boosten. Wow, wieso spannen wir eigentlich? Aber die Kühe sind ausgekommen, weil kein Strom mehr war. Nein, ja, nachdem, dass wir jetzt wieder einen vollen Akku haben, gehen dir die Straßen umso besser zum Fahren. Aber oh, krass eingebaut. Da sieht man noch voll gut die alten Straßen. Das baut einen Wahnsinn. Seht ihr, das sind voll das alte Gebäude. Einfach in den Berg eingebaut, oder? Das ist echt krass. Ich weiß nicht, ja. Poste die Außen und. Geil. Wow. Die letzten Meter bis zum ersten Gipfel. Die Jausenzeit ist angesagt und heute gibt es ganz was Exotisches, oder? Avocado. Ganz was anderes. Mhm. Geil. Kommt bei mir immer da sein. Immer. Mindestens eine am Tag. Und? Sehr gut. Und was? Wurst. Wie immer? Irgendwo Wurst. Rein. Und Brot. Ja. Und Apfel. Und Mannerschnitten. Und Trinken. Ja.
Und so ist unsere Aussicht. Endlich einmal fein, warm, ohne Wind. Es sieht sehr schön, wie da hockt. Sehr schwach. Gar nicht mehr gewinnt. Von, weil ich rufe ja gleich auf. Ja. Wir freuen uns voll, weil bei uns geht es wieder nach oben. Ja, ich bin so jetzt happy. Uphill. Ich bin so happy. Wir haben die Alternative gehabt, Strudel di Mela con Crema. Und Cappuccino. Und ein Vino Bianco in Quattro di Litro, die wir trinken können. Aber wir haben uns doch entschieden für einen Uphill. Einen zweiten, ja. Einen zweiten. Beim zweiten Uphill, also natürlich jetzt die Frage stellen, schaffen wir ihn? Entschuldigung, gerade Nüssen gestern. Ja. Die neuen Corona-Nüssen, die italienischen. Aber gestern voll cool, man bar die ganzen Nüssen in einem Pott. Man hat aber Masken tragen müssen, in einem riesen Pott waren die ganzen Nüssen. Kennst du euch aus? Ja. Egal, später wieder zum Tagesgeschehen. Wir probieren jetzt einen zweiten Uphill, Strada Militare, auf ein Jochhaufe. Ja, den Weg haben wir schon gesehen von drüben. Den Weg haben wir schon gesehen. Jetzt schauen wir, wie weit wir kommen. Aber sicher, wie weit dass wir kommen. Und ja, einfach einmal fahren. Wir haben jetzt ungefähr noch Akkuleistung. Ich fahre jetzt schon ohne Akku, damit ich durchkomme. Nein, wir haben die Hälfte voll ungefähr. Mhm. Bei der Victoria. Das heißt, sie kommt weiter weg. Und wenn es dann Strich nach unten geht, switchen wir den Akku. Und schauen wir ja. Sie so. Und danach so geht es den gleichen Weg wieder durch, oder? Ja, da geht es so ein Trailfahren nachher. Das wird sich eigentlich auf 2000 Höhenmeter ausgehen.
unsere 500 Akkus, wir hätten gerne mehr, kriegen wir aber nicht mehr. Nein, ist ja egal, wuscht nicht so durch, das passt schon. Woher? Ich habe gestern überlegt, voll cool, wir konnten das Ladegerät mitnehmen. Und dort das Ladegerät einfach bei einer Almu stecken, oder? Ja, geil, wo Alm und überhaupt wo bewirtschaftet. Genau, so. Da gibt es echt keine Almen da rum. Nein. Und bewirtschaften ist ein Zimmer nicht. Nein. Es gibt nur einen Bauer, der was. Nein, bitte. Gestern hat es ein Abschlussvideo gegeben, weil es dann echt zu spät worden ist. Ja. Das haben wir noch vergessen. Da haben wir einen Bauer drauf und wir haben schon gewartet, bis er entschimpft. Und es ist nicht geschimpft worden, sondern die ganze Zeit, der wollte uns etwas auf klein. Wir haben aber erzählt, dass wir nicht viel Italien sind und halt nicht so gut Italienisch können, nur ein paar Brücken verstehen. Er hat einfach fließend weitergeredet. Hat uns alles erklärt, wie er seine Zäune... Wo die Krier sind, wo die Zäune sind. Ich finde es total nett, nur wir haben einfach einen Stress gekriegt langsam. Und so kalt, wir waren fix und fertig. Und wir haben den ganzen Tag leider so schlecht, keine Ahnung, wie es wahrscheinlich die Kälte bedingt. Und dann erzählt uns er die ganze Zeit rausgefunden, ob du das Mucke Kuh hast. Ja, dass irgendwas mit den Kühen wollte. Er hat eben noch Mucke und so. Da haben wir sie. Und dann hat der Bauer noch gesagt, ich wieder sie. Wir haben sie, das war wahnsinnig. Ja. Ja, so viel zu dem. Machen wir einen kurzen Running Gag. Wir macht der Vieh, bei der nicht ausspringen will. Sie. Passt geil. Was geil, wie breit die Straße gebaut ist. Und wie gut bei den Bananen ist, oder? Ja. Er hat gesagt, das Schlimme ist, dass wir jetzt schon 3-4 Tage beim Fahren sind und so weit weg. Und dann schaut es genau aus wie bei Inseln dran. Oder? Ja. Richtig übersetzt. Passt. Die Straßen sind jetzt mein E-Bike Gold wert. Ja. So krass. Ja. Wie geil ist denn das da? Auf einmal macht es wieder voll auf, gell? Was sehen die alte Kaserne um? Ja, jetzt ist der E-Bike perfekt, oder?
klar, gell? Stopp, alles gut, ist nix. Möchtest du was dazu sagen? Scheiße. Oh Gott. Gut, Rucksack, Problem ist behoben. Weiter geht's. Yeah. Sauber. Gibt's wieder die Scheiße. Hey, ich hab keine Strich mehr. Das ist toll! Ein bisschen gucken, ne? Ja! Ich bin bescheuert, ey. Kim! Heute ist nicht mein Tag, ich habe keine Kurven. Mega. Mega. Mountainbike-Strecke. Also ist oben ausgeschildert. Geil. Hier geht's zu, ich mach die heile Sachen wichtig und an.